Beide unterhalten uns dann einfach. Alles klar. Aber erst gucke ich in die Kamera. Genau. Ist das richtig ausgesprochen? Tianzila oder Tianzila? Sila. Mhm. Okay, Tianzila. Okay. Ja? Wir sind jetzt beim Verlag Kiepenheuer & Witsch. Ich treffe hier einen Autor, Tianzila, mit seinem Buch Tierchen Unlimited. Es ist ein Debütroman, ein ganz tolles Buch und ich freue mich sehr, dass ich ihn heute treffe. Dankeschön. Ja, Tian, es ist ja ein namhafter Verlag, Kiepenheuer & Witsch. Der hat deinen Debütroman Tierchen Unlimited als große Literatur angekündigt und ist wirklich stolz auf die neue Entdeckung. Wie kam es denn dazu, zusammenzuarbeiten mit so einem Verlag? Über meine Agentin, also der habe ich das letztendlich auch zu verdanken, Christine Listau, an dieser Stelle mal gegrüßt. Sie hat damals bei der Frankfurter Buchmesse mein Manuskript angeboten. Es fanden sich zunächst kleinere Verlage, die es veröffentlichen wollten und kurz darauf aber auch mehrere große. Und am Ende war es meine Entscheidung, zu welchem Verlag ich möchte. Und Kiepenheuer & Witsch war so ein bisschen der Kandidat meines Herzens, weil ihre Bücher auch ein bisschen meine Jugend hier in Deutschland in den 90er Jahren begleitet haben. Ja, so war das am Ende auch ein Traum, der für mich sich ein bisschen erfüllt hat. Mhm. Ja, also dein Buch erzählt ja so in mehreren Erzählsträngen einmal deine Fluchtgeschichte Mitte der 1990er Jahre aus Sarajevo, deine Heimat, und später ging es um das Ankommen in Deutschland, das Leben in Rheinland-Pfalz. Und es ist eben ja deutsche Literatur mit Migrationshintergrund, aber es ist jenseits als das bisher geboten. Es ist irgendwie anders. Was hat dich an der Erzählart gereizt? Jetzt mit den mehreren Erzählsträngen. Und auch so, also anders zu schreiben, nicht einfach so die Fluchtgeschichte, sondern ja, dieses Gemischte. Ich hatte die Figur im Mittelpunkt. Ich wollte weniger über Migration schreiben. Ich hatte von vornherein eigentlich lieber den Wunsch, über das Thema Trauma zu schreiben. Und dachte, wenn ich über das Trauma eines Kriegs schreiben möchte, brauche ich vielleicht auch eine Form, die das spiegelt. Und das ist dann ein Roman, der zerbricht in mehrere Ebenen, in Episoden, die auch nur assoziativ miteinander verknüpft werden. Also ich habe versucht, dieses Trauma, das unausgesprochen bleibt, aber formal auszusprechen. Genau. Mhm. Ja, Themen wie Krieg und Flucht, den nimmst du einfach so die Schwere. Sie sind nicht so brutal wie sonst, ja. Du sagst eben, die Kindheit während des Krieges in Bosnien, also der Ich-Erzähler, der tauscht dann eben Comics, ja, und Computerspiele, ist also ganz normale Kindheit. Aber es sind trotzdem Bombenangriffe da, es ist Hunger da, es flechtet sich da immer rein. Warum hast du denn dieses Zwischenmenschliche, dieses Einfache so im Vordergrund gestellt? Ach, ich denke, man muss sich auch immer überlegen als Autor, ob man das machen möchte, was schon häufig gemacht wurde und häufig auch sehr gut gemacht wurde. Und ich finde, es gibt einige ausgezeichnete Romane, die die Perspektive eines Kindes auf den Krieg zeigen. Insbesondere auch aus dem Bereich von Autoren, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Und ich dachte, dass ich weniger diese Kinderperspektive zeigen möchte. Ich möchte weniger das Kriegserlebnis als solches zeigen, als vielmehr die Normalität des Kriegs. Also, dass der Krieg irgendwann eine ganz eigene Normalität entwickelt, und genau diese Normalität macht es dann auch so schwer für Menschen, die einen Krieg überlebt haben, später für sich festzustellen, was läuft schief in meinem Leben, wieso funktioniere ich nicht so, wie ich funktionieren soll. Weil man letztendlich, zumindest war es in meinem Fall so, das Gefühl hat, eine Normalität nach der Flucht für eine andere Normalität zu wechseln und nicht unbedingt das Gefühl hat, gerettet worden zu sein. Das ist das Schwierige. Ja. Du bist ja Berufsschullehrer in Kaiserslautern. Richtig. Und dein Protagonist lebt selbst in dieser Welt, also Hauptschule, Berufsschule, Freunde mit Migrationshintergrund, Klassenkameraden aus kaputten Familien. Warum war das dann wichtig für dich, dass dein Ich-Erzähler auch in so einem Milieu lebt? Also ich hatte, mein Erzähler teilt sich zwar die Station meines Lebenslaufs mit mir, allerdings nur die geografischen Orte. Ich bin direkt in Deutschland an ein Gymnasium gekommen und habe die Welt der Zubringerschulen, also Hauptschulen, Realschulen, berufsbildenden Schulen, dann erst als Berufstätiger erlebt. Und ich finde, dass sie überhaupt nicht kartografiert sind in der deutschsprachigen Literatur. Da existieren tatsächlich nur Internate und Gymnasien. Hauptschule oder eine Realschule, die Welt von Menschen, die eine Ausbildung machen, spielt in der Literatur keine Rolle. Ja. Ich glaube, man traut dem nichts Literarisches zu.
Und ich finde die Welt aber sehr interessant. Sie ist unheimlich vielfältig, sie erlaubt eine Vielfalt an Stimmen, an Einstellungen. Hm. Und wer braucht schon den nächsten Roman über Internatsschüler? Die hatten wir schon 20 Mal, also das ist durch. Das ist auch den meisten Lesern fremd. Ich behaupte, dass die meisten Leser eher was mit dieser Welt, dieser Normalität anfangen können, als mit dieser ausschließlich gymnasialen, verschränkten, akademischen Welt. Hm. Ja, der Ich-Erzähler, der geht ja, naja, trotzdem, macht doch trotzdem Studium, ne? Ja, ja, der macht den typischen zweiten Bildungsweg, also genau. Kämpft sich nach oben. Der ist auch sehr anstrengend, muss man sagen. Hm. Ja, und nicht nur das, dein Ich-Erzähler, der lernt natürlich auch mit brutaler Härte die zahlreichen Facetten der Neonazi-Szene kennen. Beginn, Ende der 1990er Jahre, da war das ja wirklich heftig. Also schon der Einstieg in das Buch ist so heftig. Also ich hätte das Buch am liebsten, ich will ja nur nichts verraten, aber ich hätte es am liebsten voller Wut in die Ecke geworfen. Das war richtig emotional, hat das unheimlich aufgewühlt. Und ja, was hat sich bewogen, diese Gegenwelt voller Hass und Gewalt gegen Andersdenkende in so einer radikalen Sprache, die du teilweise hast, so rüberzubringen? Es war mir wichtig, dass ich einen Roman habe mit einer Figur, die ausschließlich nach vorne kann. Also das ist eine Figur, die zwar sehr geschwätzig ist, aber schlecht darin ist, das Wesentliche zu reflektieren, was so das eigene Leben bestimmt. Und letztendlich ist es eine Figur, die immer flieht, daher Tierchen. Tierchen, das immer in der Fluchtbewegung ist, in der Fluchtbewegung nach vorne. Und ich brauchte ein starkes Motiv, das weitere Fluchtbewegungen in Deutschland erlaubt. Nun bin ich in den 90er Jahren nach Deutschland gekommen und dieses jugendlich erlebnisorientierte rechtsradikale Dasein war für viele Jugendliche etwas Attraktives damals. Im Moment erleben wir, dass es wieder attraktiv wird. Mhm. Es ist so eine Art harter Männlichkeit, die dann, schätze ich, unheimlich reizvoll für manche scheint, die glauben, dass Mannsein eben auch bedeuten muss, Leute zu verhauen. Und ich fand, dass diese Menschen immer so furchteinflößend, daher haben sie sich angeboten, weitere Fluchtmöglichkeiten im Roman, der ja so eine Spirale beschreibt, nach innen zu ermöglichen. Hm. Okay. Ja, also du hast es schon eben angedeutet, dein Protagonist ist also irgendwo immer wieder auf der Suche nach einem besseren Leben und er überschreitet dabei auch Grenzen zum Illegalen. Ja, vielleicht ist es auch ein Abbild von also einer verfehlten Integration nach seiner Flucht aus Bosnien. Würde ich nicht sagen. Nee? Ich würde sagen, der ist sogar perfekt integriert. Also okay. Er empfindet zu keinem Zeitpunkt Reibung. Er fühlt sich sofort heimisch. Er hat auch kein Problem, die Konventionen und so weiter zu durchschauen und für sich zunutze zu machen. Er ist nur leider jemand, der nicht davon absehen kann, das nächstgelegene Bedürfnis zu befriedigen. Okay. Und das ist immer ein sinnliches Bedürfnis. Das Bedürfnis nach Luxus, das Bedürfnis nach guter Kleidung. Ich finde auch, Integration ist ein Wort, das häufig geführt wird, aber ich glaube, selten ist es die Erklärung für Schwierigkeiten, mangelnde Integration. Mhm. Worin siehst du vielleicht auch Wege für deinen Ich-Erzähler, dass er in seinem Land ankommt? In Deutschland? Mhm. Er ist ja am Ende Bibliothekar, also einer der Chefs der Universitätsbibliothek Frankfurt. Mhm. Ich hoffe aufrichtig für ihn, dass das gut geht, aber ich glaube es nicht. Okay. Ich glaube, der ist von seiner Anlage her niemand, der jemals Frieden finden kann. Hm, okay. Verraten wir jetzt nichts weiter. Ja, also Anfang März hattest du ja schon eine Lesung in deiner Heimatstadt, Ja. In Kaiserslautern, dann warst du auch schon in Köln und Berlin und in Leipzig und erste Kritiken sind auch schon erschienen. Wie wurde denn dein Buch jetzt aufgenommen? Soweit ich das wahrnehmen kann, sehr gut. Also es gab bisher sehr positives Feedback. Für mich war es interessant, dass unterschiedliche Journalisten und Journalistinnen ganz unterschiedliche Aspekte des Romans betonen. Manche finden die Dunkelheit und die Brutalität gut, andere wiederum sind eher von dem Humor angesprochen. Mhm. Es ist ein Roman, der auch sehr stark zwischen Schrecken und Albernheit pendelt. Das heißt, für mich war es interessant, dass sich dann Leser tatsächlich auch bestimmte Aspekte davon aussuchen, die sie besonders berühren. Aber ja, das Feedback war gut, was mich auch sehr freut. Ja, auch in deiner Heimatstadt dann sicherlich. Da auch, ja. Das ist richtig schön. Es war volles Haus und ich kannte aber die meisten Leute aus dem Publikum. Das waren Kolleginnen und Kollegen, Familienmitglieder, Freunde, auch einige Schüler. Das war sehr schön. Ein Heimspiel. Ich hatte gelesen, dass du das erst nicht so bekannt gemacht hast, auch bei deiner Frau nicht so, dass du das Buch jetzt schreibst. Nur bei meiner, genau, bei meiner Frau. Ich habe ihr erst Bescheid gesagt, dass ich schon unter Dach und Fach war, weil
die Vorstellung groß anzukündigen, ich schreibe ein Buch und es dann nicht zu veröffentlichen, das hätte ich irgendwie ein bisschen beschämend gefunden. Und ich wollte dann die Sicherheit haben, dass es irgendwo erscheint, bevor ich es ankündige. Wie hat denn deine Frau darauf reagiert? War sie schon? Zunächst mal war sie verdutzt. Also ja. Sie wusste ja, dass ich schreibe, täglich schreibe. Aber sie dachte, das ist einfach ein Hobby und was ich da bei mir im Arbeitszimmer wurschtel, während sie noch bei der Arbeit ist, das ist mein Ding. Ja. Und dass es dann tatsächlich zu etwas geworden ist, fand sie schön. Also ich glaube, sie ist die Person, die es mir von Beginn an zugetraut hat. Aber sie war dann überrascht, dass ich mich getraut habe, weil ich da sehr zurückhaltend war. Oh, schön. Ja, jetzt nach dem Erscheinen deines Romans hast du dich ja auch nochmal intensiv mit deiner eigenen Geschichte auseinandergesetzt, also mit der Fluchtgeschichte, das Ankommen in Deutschland, die Kriegszeit dann nochmal. Was konntest du da für dich selber vielleicht auch mitnehmen? Hast du hier deine Heimat gefunden in Deutschland? Ja, definitiv. Das wusste ich auch, bevor ich begonnen habe, den Roman zu schreiben. Also tatsächlich ist es so, dass ich an einem Ort in meinem Leben war, der sehr gut war. Ich habe den Roman als sehr glücklicher Mensch zu schreiben begonnen und habe weiter als glücklicher Mensch geschrieben. Ich hatte keine Traumata mehr aufzuarbeiten. Ich wusste ganz genau, wo meine Heimat ist, in Deutschland und sehr spezifisch in der Pfalz, wo meine Freunde sind, meine Familie ist, wo ich einfach, ja, wie soll ich das sagen, aufgehoben bin, wo ich glücklich bin. Mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde, man hat ja immer so 2 bis 3 beste Freunde in seinem Leben, der ist zwar Luxemburger, lebt in Luxemburg, aber das ist auch in der Nähe, 1 Stunde sind wir auseinander. Das heißt, ich konnte tatsächlich dieses Gegensätzliche schreiben, konnte mir überlegen, was ist aber jetzt mit einer Figur, der das nicht so gelungen ist wie mir. Ja, aber das Erinnern an den Krieg und die Erinnerung habe ich ja nicht 1 zu 1 aufgeschrieben, es war stets eine Erfindung und die Geburt von Erinnerungen durch das Erinnern, also von Erfindungen, vom Denken, was wäre wenn, was wäre besser gewesen, was wäre schlimmer gewesen. Das war sehr intensiv, aber auch sehr schön. Du hattest das vorhin kurz angesprochen, mit der aktuellen Lage, dass jetzt wieder sowas hochkommt, dieser Fremdenfeindlichkeit und auch klar mit Europa. Heute ist ja sogar der Jahrestag. Ich habe es nicht erwartet. Mit 60 Jahre Europa. Was wünschst du dir da jetzt so für die Zukunft? Ich denke, ich habe keine nennenswert anderen Wünsche als der Großteil von Menschen in Deutschland. Ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir so viel Glück wie möglich für alle, ich wünsche mir weniger Gewalt, ich wünsche mir mehr Solidarität. Aber natürlich habe ich leider keine Lösungen, wie man diesen Wunsch jemandem vermitteln soll, für den gerade dieser Wunsch etwas Gefährliches darstellt. Wissen Sie, was ich meine? Das ist schwierig. Manche Leute sehen ja genau in diesem Wunsch nach Zusammenhalt, nach einem Deutschland, in dem man miteinander leben kann, ohne dass das ein Problem darstellt, aber ein großes Problem. Ja, es ist schwierig, einen Dialog dazu finden, mit den Leuten. Ich weiß gar nicht, ob ein Dialog erwünscht ist bei bestimmten Menschen, die das so sehen. Oder, das stimmt. Ne? Gut. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Danke ich dir fürs Gespräch und ja, war sehr interessant. Dankeschön. Viel Erfolg mit dem Buch. Herzlichen Dank. Ja.